Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Bittner. Ich bin Trainer in der Weidmüller Akademie, unter anderem verantwortlich für Blitz- und Überspannungsschutz, die elektromagnetische Verträglichkeit der ortsfesten Anlage und auch Netzteile. Und zu diesem letztgenannten Thema gehört natürlich auch das Seminar von heute, also MaxGuard, die selektive Lastabsicherung mit der integrierten Potentialverteilung. Ich stelle Ihnen zuerst mal die Agenda für heute vor. Sie bekommen nachher das Dokument auch als PDF-Datei ausgehändigt und Sie haben praktisch dann diese Agenda ist dann praktisch auch das Inhaltsverzeichnis von dieser PDF-Datei. Ich fange halt an mit der Selektivität in der Steuerstromverteilung mit der MaxGuard. Dann stelle ich die Produkteigenschaften und Kundenvorteile bei der MaxGuard vor. Dann stelle ich ein Tool vor, den sogenannten Weidmüller-Konfigurator. Da ist die MaxGuard auch drin vertreten. Die erleichtert einfach diesen Aufbau von einem MaxGuard-Block. Und dann im vierten Teil gehe ich halt detailliert auf die MaxGuard ein und dem schließt sich dann natürlich auch der Fragen- und Antworten-Block an. Die Anlagenverfügbarkeit wird durch eine zuverlässige Steuerstromverteilung erhöht. Steuerstromverteilung definiere ich heute einfach 24 Volt Anwendung. Es gibt natürlich auch andere Steuerstromverteilungen mit 48 Volt, 12 Volt, 100 Volt. Aber alle Beispiele, die ich halt heute habe, beziehen sich halt auf 24 Volt und deswegen heute die Einschränkung auf 24 Volt. Steuerstromverteilung befindet sich immer in der Nähe von Netzteilen und ist durch Sicherungselemente abgesichert. In dem Beispiel hier unten sehen Sie halt, das ist ein Netzteil. An diesem Netzteil hängen drei Lasten dran. Und würde ich jetzt keine Sicherungselemente vorbauen und ich hätte an einem von den Verbrauchern Kurzschluss, würde praktisch die ganze Applikation nicht mehr funktionieren. Und deswegen muss ich halt jeden Verbraucher selektiv über entsprechende Sicherungselemente absichern. Was man halt machen kann, sind also Schmelzsicherungen im weitesten Sinne. Ich habe hier auch meine NH-Sicherung vorgestellt. Die findet man in der Steuerstromverteilung eigentlich weniger. Üblich sind hier diese Gerätesicherungen, diese aber jedes Mal halt kaputt gehen und getauscht werden müssen. Leitungsschutzschalter kann man natürlich auch mit 24 Volt betreiben. Und das, was wir heute halt machen werden und insbesondere vorstellen würden, ist die elektronische Lastüberwachung mit so einem sogenannten MaxGuard-Block. Und da haben wir halt viele Vorteile. Einzelne Stromkreise kann man besonders gut selektiv schützen. Hier mal eine Gegenüberstellung in einer Tabellenform. Welche Vor- und Nachteile haben diese verschiedenen Sicherungselemente? Fangen wir ganz oben an. Schmelzsicherungen funktionieren sowohl mit einer Gleichspannung als auch mit einer Wechselspannung. Das gilt auch bei dem Leitungsschutzschalter entsprechend. Elektronische Lastüberwachung funktionieren halt nur mit einer Gleichstromversorgung. Reversibel heißt, kann ich halt diese Sicherung halt tauschen oder zurücksetzen, wenn es einmal ausgelöst hat. Das ist bei einer Schmelzsicherung nicht möglich. Die ist durchgebrannt, die muss getauscht werden. Leitungsschutzschalter kann ich meistens durch den Schalter zurücksetzen, wenn das Bimetall abgekühlt ist. Und bei der elektronischen Lastüberwachung kann ich sogar über eine Steuerung zurücksetzen. In den Preisen unterscheiden sich die Produkte natürlich auch. Ein Produktpreis von der Schmelzsicherung ist weniger als 1 Euro. Leitungsschutzschalter gibt es halt auch unter 5 Euro. Und die elektronische Lastüberwachung kostet halt leider ein bisschen mehr als 10 Euro. Wenn man sich mal die Dimensionen anguckt, wie viel Platz brauche ich prinzipiell auf der Tragschiene, ist es halt diese Schmelzsicherung mit dem Abmaßen 5 x 20 mm. Die hat halt eine Breite von 5 mm ohne Halter. Leitungsschutzschalter liegt bei 17,8 mm. Und diese elektronische Lastüberwachung, die wir halt haben, die liegt zwischen 6,1 mm und 12 mm, je nachdem, mit welchen Stromstärken die belastet werden können. Fernrücksetzung, ich weiß halt, den Schaltschrank X hat ein Sicherungselement ausgelöst. In den ersten beiden Fällen muss ich mich halt dem Schaltschrank nähern, ich muss den Schaltschrank öffnen, muss dann das Sicherungselement tauschen oder zurücksetzen. Bei der elektronischen Lastüberwachung ist das prinzipiell von der Ferne auch machbar. Welche Zeit brauche ich überhaupt für das Rücksetzen der Sicherung? Das Ganze ist ja auch alles mit Geld verbunden, Total Cost of Ownership. Bei einer Schmelzsicherung halt muss ich mit dem Schaltschrank nähern, ich muss den Schaltschrank öffnen, muss dieses defekte Sicherungselement tauschen und habe ich jetzt eine besondere Schmelzsicherung eingebaut, eine, die zum Beispiel ein UL-Zertifikat hat und wo es in der Dokumentation halt nur dieses eine Element zulässig ist, kann das Ganze auch mal länger dauern. Gerade dann, wenn ich keine Schmelzsicherung nicht mehr auf Lager habe, muss ich bei Konrad bestellen. Leitungsschutzschalter kann ich zurücksetzen und bei der elektronischen Lastüberwachung muss ich noch nicht mal zum Schaltschrank gehen. Ich kann das praktisch von der Ferne zurücksetzen, sofern ich weiß, es ist alles okay. Ich kenne die Ursachen, warum der Leitungsschutzschalter ausgelöst hat, also in diesem Fall die elektronische Sicherung, kann ich das auch Ganze von der SPS zurücksetzen.
Jetzt geht es um die Selektivität. Selektivität heißt, ich habe an einem Netzteil mehr Verbraucher angeschaltet und habe ich jetzt bei einem von diesen Verbrauchern einen Kurzschluss, möchte ich auch nur, dass dieser Kurzschluss in dem einen Zweig beseitigt wird. Das ist natürlich diese Selektivität bei Schmelzsicherungen halt etwas schwierig. Ich muss den Draht halt durchbrennen. Beim Leitungsschutzschalter geht es halt bedingt. Und gerade bei der elektronischen Lastüberwachung geht das sehr gut. Was man natürlich auch mal berücksichtigen muss, ist, gibt es halt beim Wechseln von diesen Sicherungselementen oder beim Rücksetzen Verletzungsgefahren. Die sind prinzipiell nur möglich bei einer Glassicherung. Die könnte durchaus kaputt gegangen sein. Da besteht eine Verletzungsgefahr. Und Verletzungen sind bei Leitungsschutzschaltern und bei der elektronischen Lastüberwachung eher unwahrscheinlich. Hier steht zum Beispiel meine typische Applikation. Ich habe ein Netzteil, 24 Volt, 40 Ampere. Von diesem Netzteil werden verschiedene Verbraucher halt betrieben. Und jetzt die Frage, was ist von diesen Verbrauchern überhaupt das kritischste Bauelement? Das kritischste Bauelement ist die CPU. Das kann eine SPS sein. Diese SPS, die hat einen Arbeitsspeicher. Und was nicht passieren kann, ist, dass der Arbeitsspeicher durch einen kurzzeitigen Spannungsausbruch nicht mehr verfügbar ist. Alle Verbraucher, die ich hier habe, werden durch entsprechende Sicherungselemente geschützt. Üblich in der Vergangenheit waren halt Schmelzsicherung und Leitungsschutzschalter. Funktioniert auch, haben aber gewisse Nachteile und insbesondere, ob es funktioniert oder nicht, hängt letztendlich vom Netzteil ab. So, was würde jetzt passieren, wenn wir jetzt hier bei diesem einen Motor einen Kurzschluss haben? Der Kurzschluss muss sehr schnell beseitigt werden und der Rest von der Applikation muss ohne Einschränkung weiterlaufen. Leitungsschutzschalter haben halt den großen Nachteil, sie sind sehr langsam. Das werde ich jetzt einmal kurz demonstrieren. Ich habe jetzt eine Applikation, da habe ich ein Netzteil, das liefert mir 10 Ampere, kann kurzfristig nochmal 20% Boost zur Verfügung stellen. Das heißt also insgesamt kann dieses Netzteil einen Strom von 12 Ampere bereitstellen. Ich habe drei Leitungsschutzschalter, wobei der erste halt einen Nennwert hat von 6 Ampere und die anderen beiden Leitungsschutzschalter haben hier jeweils 1 Ampere und die werden auch jeweils mit Nennstrom belastet. Das heißt also in dieser Applikation fließt jetzt ein Strom von 8 Ampere. Und wir machen jetzt in der 6-Ampere-Sicherung einen Kurzschluss oder in der Applikation überbrücken einfach diese Lampe. Wir haben jetzt einen Kurzschluss. Das heißt, das Netzteil liefert jetzt den Strom, den es maximal liefern kann. Das sind jetzt konkret 12 Ampere. Und diese 12 Ampere, die fließen natürlich auch jetzt durch dieses Sicherungselement. Jetzt gehen wir mal in das Datenblatt von diesem Sicherungselement. Was man jetzt hier einmal sieht, ist einmal dieses Vielfaches des Bemessungsstroms, was hier unten abgetragen ist. Hier ist die Zeit abgetragen, am Anfang hier Millisekunden, Sekunden, Minutenbereich und auch der Stundenbereich. Was wir hier haben, ist der zweifache Nennstrom. Es ist eine 6 Ampere Sicherung, zweifacher Nennstrom. Wir haben jetzt diesen zweifachen Strom, gehen jetzt in diese Grafik rein und wissen, dass dieser Leitungsschutzschalter nach 10 Sekunden auslöst. 10 Sekunden ist natürlich für eine SPS und für den Arbeitsspeicher eine Ewigkeit. Das heißt, die ganze Applikation wird nach 10 Sekunden schon gar nicht mehr funktionieren. Was wir wollen, ist halt eine zuverlässige Stromversorgung, auch eine Applikation, die verfügt, hohe Anlagenverfügbarkeit. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal bei der MaxGuard an, welche Zeiten wir hier brauchen. Allein schon bei 9 Ampere, das ist das 1,5-fache des Nennstroms, und bei dieser 6-Ampere-Variante, die ist jetzt hier dargestellt, sehen wir halt, die würde schon nach 100 Millisekunden auslösen. Bei 12 Ampere, das ist der zweifache Nennstrom, gehen wir einmal hier rein. Wichtig ist, das Ganze ist logarithmisch aufgetragen. Gehen hier rein, sehen halt schon, hier würde dieses Sicherungselement, diese MaxGuard schon nach 10 Millisekunden auslösen. Woher kommen diese Zeiten? Diese Zeiten kommen letztendlich aus einer Norm. Und das Zusammenspiel von der SPS und der Lastüberwachung, so nennen wir halt unsere selektive Lastüberwachung, dieses Sicherungselement, das kommt aus der Norm 61/131-2. Die Norm heißt speicherprogrammierbare Steuerung, Betriebsmittelanforderung und Prüfung. Und wenn man da reinguckt, im Kapitel 5.1.3 sind halt diese 10 Millisekunden halt raus. Also wir haben hier eine Applikation, Gleichstrom, Netzteil, und da kommt halt diese Ausfallzeit 10 Millisekunden. Was hat das mit den 10 Millisekunden auf sich? Das zeige ich auf der nächsten Folie. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten den 24-Volt-Standard erfüllen, heißt das, unsere Applikation muss im Bereich von 19,2 Volt bis 30 Volt zuverlässig funktionieren. Es gibt einmal diesen erlaubten Bereich. Laut Norm gibt es diesen gelben Bereich einfach nicht. Den habe ich einfach nur mal dargestellt, damit wir einen sauberen Übergang von grün auf rot haben. Und wenn wir in diesen roten Bereich reinkommen,
dann müssen wir halt nach Norm den auch spätestens nach 10 Millisekunden wieder verlassen. Und da kommen die 10 Millisekunden her. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Kapitel. Das sind die Produkteigenschaften und Kundenvorteile bei der MaxGuard. Hier ist einmal ein kompletter MaxGuard-Block dargestellt. Der besteht aus einzelnen Scheiben, die man individuell zusammenstellen kann. Es gibt Querverbindungskanäle und es gibt auch hier entsprechende Hebel, dass man auch mal eine Last abschalten kann. Verteilung, Trennung und Absicherung des Steuerstroms mit der elektronischen Lastüberwachung in integrierter Potentialverteilerklemmen. Was man hier jetzt sieht, überall Anschlüsse für Kabel. Das heißt also, wenn ich diesen MaxGuard-Block einsetze, brauche ich keine zusätzlichen Klemmen mehr. Hier ist das Ganze einmal dargestellt. So hat man eine Steuerstromverteilung in der Vergangenheit aufgebaut. So kann man die Steuerstromverteilung heutzutage mit dem MaxGuard-Block aufsehen. Und was man halt sieht, dass diese zusätzlichen Terminals alle entfallen. Möchte ich zum Beispiel an einem Sicherungselement mehr als einen Verbraucher anschließen, brauche ich zusätzliche Terminals. Und diese Masseverteilung lief in der Vergangenheit sowieso immer über separate Terminals. Diese beiden Blöcke entfallen komplett. Die sind alle in diesem MaxGuard-Block integriert. Man sieht halt, wir sparen jede Menge Platz auf der Tragschiene. Diese elektronische Lastüberwachung kommuniziert auch mit einer Maschinensteuerung über Remote-Signale. Das heißt also, wir können einmal von unserer SPS Signale zur MaxGuard schicken. Das heißt also, wir können Ein- und Aussignale schicken. Das heißt, wir können komplette Verbraucher einfach auch ausschalten und einschalten. Hat jetzt ein Sicherungselement ausgelöst, können wir natürlich mit einem Reset-Signal dieses Sicherungselement wieder zurücksetzen. Und wir empfangen natürlich auch Ausgangssignale von unserem MaxGuard-Block. Das sind insbesondere Alarmsignale, die sagen halt, es hat eine Sicherung ausgelöst oder halt ein sogenanntes Stromschwellensignal. Das heißt also, wir überwachen unsere Applikation die ganze Zeit und jedes Sicherungselement kann bei 90% des maximalen Stromes schon sogenannten Stromschwellenwertsignal aussenden. Einfaches Handling der elektronischen Lastüberwachung vereinfacht den Aufbau und reduziert die Verdrahtungszeit. Wir setzen hier vollständig auf Push-In-Technik. Sie brauchen keinen Schraubendreher mehr. Sie drücken einfach praktisch diese Kabel hier rein. Sie können verwenden starre Kabel. Sie können verwenden flexible Adern ohne Aderendhülse oder Sie nehmen flexible Adern mit einer Aderendhülse. Das ist dieses Querverbindungskonzept. Es ist halt eine elektronische Sicherung und deswegen brauchen wir auch eine Masse und 24 Volt. Und hier werden einfach die Sachen über einen Querverbinder gebrückt. Wir haben auch praktische Trennhebel. Wenn wir sagen, wir haben hier eine Last, die müssen wir ab und zu einfach mal trennen, die möchten wir mal ohmisch durchmessen, ist das auch möglich. Wir haben an jedem Element einen sogenannten Testabgriff. Das heißt also, das sieht man jetzt hier. Wir können jedes individuell durchmessen, können halt sehen, liegt eine Spannung an oder ist eine Unterbrechung, alles ist möglich. Das heißt also auch, der Service ist hier sehr freundlich gestaltet. Betriebszustände werden durch LEDs dargestellt. Man sieht hier einfach grün leuchtende LEDs. Marke haben wir auch hier jede Menge. Einmal kann man diesem ganzen Block eine Nummer geben. Wir können den Sicherungswert entsprechend kodieren. Wir können auch einfach Sicherungswert hier und einfach jedem Sicherungselement auch eine Nummer geben. Die LEDs sind sogenannte Zweifarben-LEDs, die einmal A permanent sind. Das heißt, sie kann auch die Farbe ändern zwischen Rot und Grün. Und das Ganze kann auch noch permanent und blinkend sein, sodass wir verschiedene Betriebszustände über diese LEDs symbolisieren können. Farbige Pusher erhöhen die Übersicht. Was Sie hier sehen, sind halt unterschiedliche Pusher. Jede Farbe hat halt eine Funktion. Blau ist für uns immer Masse. Rot ist halt plus 24 Volt. Und wenn wir jetzt einen Potentialverteilerklemme nehmen, das heißt also, wir möchten zum Beispiel an diesem Sicherungselement zusätzlich Verbraucher anschalten, dann wird die 24 Volt durch weiß dargestellt und die Masse, die bleibt halt bei blau. Hier sieht man mal, wie so ein MaxGuard-Block aufgebaut ist. Es gibt halt verschiedene Querverbinder. Wir haben einmal die Querverbinder für die 24 Volt. Und damit wir das Ganze auch mit 40 Ampere belasten können, ist der direkt zweifach vorhanden. Der zweifache Kanal erleichtert auch gleichzeitig die Servicefreundlichkeit. Hat man den Bedarf, diesen Block irgendwann zu vergrößern, dann muss man nicht diese alte Querverbindung rausziehen, sondern man setzt einfach eine zweite Querverbindung unten drunter und kann so diese zusätzlichen Elemente anschließen. Einmal hier 24 Volt, dann natürlich auch diese Masse. Wir brauchen natürlich an diesen ganzen Elementen eine permanente 24 Volt, auch eine permanente Masseverbindung.
Und wenn wir sagen, wir möchten die 40 Ampere über zwei Querverbindungskanäle verteilen, brauchen wir die natürlich für die Masse hier unten auch. Das sind jetzt diese Ausgänge an dem Sicherungselement. Wir haben einmal Ausgang plus 24 Volt und wir haben den Ausgang auch minus. Das heißt also, wir können im Falle eines Falles durchaus auch zweipolig abschalten, dass wir halt diese Last halt an 24 Volt trennen, uns auch an minus trennen, das ist auch möglich. Und für die interne Kommunikation haben wir natürlich hier interne Signalleitung. Jetzt stelle ich Ihnen die MaxGuard im Weidmüller-Konfigurator vor. Der Weidmüller-Konfigurator ist ein Tool, wo man alles das drin findet, was man auf die Tragschiene aufrasten kann. Das ist jetzt mehr als der Weidmüller-Konfigurator. Das finden Sie praktisch alle Produkte von Ihnen. Und dann natürlich direkt eine Aufgabenstellung dazu. Hier sehen Sie halt den Weidmüller-Konfigurator. Sie sehen hier unter Applikation einen sogenannten Wizard für den MaxGuard-Block. Und wir werden da mal ein konkretes Projekt realisieren. Die Aufgabenstellung ist folgende. Ich habe ein Netzteil. An diesem Netzteil habe ich verschiedene Lasten. Ich habe die Last 1, das ist ein Sicherungswert mit 1 Ampere, an dem vier Birnen oder vier LEDs dranhängen. Ich habe den ganzen Block hier nochmal, also nochmal eine Sicherung, an dem wieder vier Elemente dranhängen. Und als dritte Last habe ich einen sogenannten Motor. Und von diesem Motor weiß ich nur, der hat halt einen sehr hohen Einschaltstrom. Und der liegt wohl unter 6 Ampere. Und dieses Projekt setzen wir jetzt einfach mal in dem Weidmüller-Konfigurator um. Dazu wechsle ich jetzt einfach mal die Applikation. Und er brecht die Präsentation an dieser Stelle. Sie werden jetzt wahrscheinlich alle einen schwarzen Bildschirm sehen. Ich werde jetzt den Weidmüller-Konfigurator starten, werde den Bildschirm erneut freigeben. Und Sie dürften jetzt in den Weidmüller-Konfigurator sehen. Jetzt wechsle ich halt in Applikationen, habe unter Applikationen verschiedene Anwendungen. Hier geht es einfach um Signalvertratung, Steuerstromverteilung, Passiv. Und man sehen hier unseren MaxGuard-Block und diese Applikation rufe ich jetzt einfach mal auf, starte die einfach. Und ich muss halt einfach nur Fragen beantworten. Die erste Frage ist halt, brauche ich ein Conformal Coating? Das ist, viele MaxGuard-Elemente haben zum Beispiel noch eine zusätzliche Zulassung für den Ex-Bereich. Da ist halt ein besonderer Lack drauf. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Wir klicken einfach hier Nein an. Und jetzt geht es halt darum, möchte ich ein Einspeisemodul haben mit Kontrollfunktion oder ohne. Ich wähle einfach mal das mit der Kontrollfunktion aus. Und jetzt habe ich auch schon meinen ersten Block. Kann das hier so ein bisschen rotieren. So. Jetzt möchte ich hier erstmal mal meine Lampen anschließen. Also konkret, ich brauche ein zusätzliches Sicherungselement, 1 Ampere. Und daran möchte ich vier LEDs anschließen. Also wähle ich hier das Modul hinzufügen. Ich wähle hier einen Kanal aus mit einem Strom und möchte da vier Lasten dran anschließen. Das heißt, ich brauche zusätzliche vier Anschlüsse für Plus, vier Anschlüsse für Minus. Hier werden schon die entsprechenden Artikelnummern direkt rausgesucht. Also Sie hier sehen, ich muss keine Artikelnummer auswendig lernen, ich brauche keinen Katalog. Das Ganze lässt sich intuitiv bedienen. Ich klicke auf OK. Der Block ist angeschlossen worden. Es sind auch entsprechende Querverbinder schon gesetzt worden. Dieses Modul, was ich jetzt eingeführt habe, habe ich zweimal. Ich möchte nochmal eine 1-Ampere-Sicherung haben und an diesem 1-Ampere nochmal vier Lasten. Also mache ich nochmal ein Modul hinzufügen. Reduziere das jeweils um 1. Wieder 1 Ampere, also ein Kanal, 1 Ampere. Und die entsprechenden Artikel sind schon vorgegeben worden. Ich drücke wieder auf OK. Jetzt ist der MaxGuard-Block entsprechend größer geworden. Jetzt kommt das dritte Modul hinzu. Wir haben gesagt, wir haben noch einen Motor. Wir wissen nur von dem Motor, der hat halt einen Einschaltstrom, der ist kleiner als 6 Ampere. Und wenn wir so gewisse Sachen einfach nicht wissen, möchten wir jetzt eine einstellbare Sicherung haben. Das heißt, wir möchten jetzt kein Sicherungselement haben, was einen Festwert hat, sondern es muss einstellbar sein. Und da gibt es einmal ein Sicherungsmodi in dem Bereich 1 bis 6 Ampere oder 4 bis 12 Ampere. Das 1 bis 6 Ampere reicht in dem Fall aus, weil wir gesagt haben, der Strom ist kleiner als 6 Ampere. Und hier sind die entsprechenden Elemente, die halt ausgewählt werden und integriert werden. Somit ist prinzipiell mein MaxGuard-Block fertig. Ich klicke auf OK. Jetzt warten wir halt einen Augenblick. Und jetzt sehen wir diesen MaxGuard-Block in der Größe. Er ist auch direkt bemessen worden. Es sind hier auch entsprechende Elemente an den Ausgang gesetzt worden. Und jetzt fange ich einfach mal an, einfach ein paar Module einfach mal zu löschen. Ich entferne diesen einfach.
entferne diesen. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Maxguard-Block, der nicht sicher ist. Und deswegen ist es halt so, einen unsicheren Maxguard-Block ist immer ein Risiko. Deswegen sage ich ganz einfach, ich bin unsicher, was ich gemacht habe. Ich lasse diesen Maxguard einfach mal prüfen. Jetzt zeigt mir das System halt an, dass es halt an verschiedenen Sachen etwas gefunden hat, was problematisch ist. Ich kann das jetzt alles individuell klicken und sagen, bitte ausführen, oder sage ganz einfach, ich vertraue dir blind und sage, bitte alles beheben. Dann führt das System halt automatisch Elemente hinzu, die vergessen worden sind. Blick auf OK und habe hier ein Element halt, was sicher ist und was ich auch so bestellen kann. Ich kann jetzt noch individuelle Änderungen vormachen, wie zum Beispiel ist es ja so, das ist jetzt ein Querkanal und ich weiß jetzt hier an diesem Querkanal möchte ich hier eine Unterbrechung haben. Ich drücke jetzt zweimal drauf, bis das System blau ist, dann wird der Querkanal unterbrochen. Und dass er unterbrochen worden ist, gucken wir uns jetzt einfach mal im Röntgenblick an. Ich klicke hier drauf, klicke auf Rotation, gucke hier rein und Sie sehen halt, ich habe hier an dieser Stelle eine Unterbrechung gemacht. Gehen wir wieder zurück. Damit man es noch besser sieht, mache ich hier auch noch eine Unterbrechung. Rotiere das Ganze nochmal und dann sieht man halt, ich habe hier an zwei Stellen eine Unterbrechung gemacht und das ist halt fertig. Okay, schalten wir jetzt den Transparentmodus aus. Es gibt hier die Möglichkeit, dass ich hier für meine technische Dokumentation verschiedene Darstellungen machen kann. Toll ist immer der isometrische Block und der diametrische Block. Ich kann das Ganze auch hier noch rotieren lassen, dass ich mir von oben, von unten alles angucken kann. Und ganz wichtig ist natürlich halt auch, dass ich jetzt eine Dokumentation erzeuge. Ich klicke jetzt auf Datei, klicke auf Projektdokumentation drucken. Und sehe als erstes jetzt diese ganzen PDF-Dateien, die ich erzeugt habe. Ich habe jetzt hier in dem Fall drei Stück erzeugt. Ich kann auch zusätzlich hier hinzunehmen. Ich kann das Ganze halt ausdrucken, kann eine PDF-Datei erzeugen. Und der nächste Schritt ist halt, dass wir eine Artikelliste erzeugen. Ich kann diese Artikelliste drucken, ich kann eine PDF-Datei erzeugen, kann aber auch, was sehr beliebt ist, halt entsprechende Excel-Exportlisten erzeugen. Mit einem Druck auf komplette Dokumentation und hier drauf drucken, will ich jetzt eine sogenannte ZIP-Datei erzeugen. Da kommt meine Bauteilliste rein, es kommen die ganzen PDF-Dateien da rein und gleichzeitig starte ich auch einen Download mit dem Internet und ziehe mir von jeder Komponente das aktuelle Datenblatt aus dem Internet. Ich habe also so, wenn man so will, normkonform dokumentiert. Ich zeige Ihnen noch Schnittstellen, die unser Tool unterstützt. Wir haben einmal eine Schnittstelle zu EPLAN P8, dann auch zu Zucken E3 und andere Programme werden auch unterstützt, wo wir halt die Möglichkeit haben, hier entsprechende DXF-Dateien und STEP-Dateien zu erzeugen. Darüber hinaus ist das Programm natürlich unterstützt verschiedene Sprachen. Sprachen kann ich hier umstellen und in der Sprache, die ich hier eingestellt habe, wird auch die Dokumentation gemacht. Also konkret habe ich jetzt Deutsch gewählt, ziehe ich halt deutsche Datenblätter aus dem Internet. Will ich eine andere Sprache wählen, will ich natürlich dann die ganzen Datenblätter in der jeweiligen Landessprache bekommen, die ich ausgewählt habe. Und ich kann auch hier von Millimeter auf Inch umstellen. Okay, so viel zu dem sogenannten Weidmüller-Konfigurator. Jetzt gehe ich wieder zurück in die Präsentation, starte die Präsentation wieder. Jetzt müsst ihr alle noch einen schwarzen Bildschirm haben. Jetzt habe ich den falschen Monitor freigegeben. Freigabe beenden. Gebe jetzt den anderen Bildschirm nochmal frei. Bildschirm freigeben. Gebe den Zweier frei. Und Sie müssten wieder in der Präsentation sein. Das ist das Schaltbild von der Applikation, die wir eben im Weidmüller-Konfigurator umgesetzt haben. Wir hatten ein Sicherungselement ausgewählt mit einem Ampere, haben da vier Lasten dran angeschlossen, haben das Ganze nochmal gemacht und hatten auch eine einstellbare Sicherung mit 6 Ampere. Der Weidmüller-Konfigurator, der ist kostenlos. Den können Sie auf unserer Homepage kostenlos herunterladen. Und in diesem Weidmüller-Konfigurator finden Sie noch wesentlich mehr neben dem Maxguard-Block. Jetzt kann ich Ihnen diese einzelnen Maxguard-Elemente einzeln vorstellen. Es gibt prinzipiell vier Module, die man halt braucht. Wir brauchen ein Einspeisemodul. Das Einspeisemodul sieht man zum Beispiel hier im Bild. Das ist die Verbindung zum Netzteil. Und weil ich ja schon gesagt habe, wir können 40 Ampere,
brauchen wir natürlich auch einen großen Querschnitt. Wir können also hier bis 16 Quadrat einspeisen. Dann haben wir die sogenannten Lastüberwachungsmodule oder einfach gesagt, das sind mehr oder weniger elektronische Sicherungen. Wir haben Steuermodule, die zusätzliche Ein- und Ausgangssignale zur Verfügung stellen. Und wir haben die Potentialverteilermodule für zusätzliche Lasten, sehen Sie zum Beispiel hier im Bild. Hier sehen Sie das erste Festwert-Lastüberwachungsmodul, was halt so eingestellt ist, dass es den Verbraucher blitzschnell abschaltet. Sie sehen hier einen entsprechenden Feldeffekttransistor, der halt die Verbindung halt zu 24 Volt hier unterbrechen würde. Hier sieht man halt den Stromsensor und halt einen Controller und deswegen halt natürlich auch dieses Modul muss permanent mit 24 Volt versorgt werden. Diese Sicherungselemente gibt es halt in den Werten 1 Ampere bis 10 Ampere und die Bestellbezeichnung ist AMG. A ist halt eine besondere Terminal-Serie, das ist die A-Series, MG von MaxGuard und elektronisches Lastmodul minus und diese Zahl steht halt für den entsprechenden Sicherungswert. Im Nachhinein finden Sie auch dann noch diese Konrad-Artikelnummern hier. Das war eben dieses Sicherungselement, was einen Festwert hat. Wir haben auch Sicherungselemente, die einstellbar sind. Es ist hier eine Trommel, die die Zahlen hat 1 bis 6. Einmal mit schwarzem Hintergrund, weiße Schrift, schwarzer Hintergrund heißt, das Auslöseverhalten ist das normale Schaltverhalten. Dann haben wir die Farben getauscht, das heißt also, wir haben jetzt einen weißen Hintergrund mit schwarzer Schrift und dann haben wir das sogenannte Trägeschaltverhalten. Diese einstellbaren Sicherungs gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Es gibt einmal diese Variante 1 bis 6 Ampere und dann gibt es natürlich für größere Ströme dann die Varianten 4 bis 12 Ampere. Dann haben wir das sogenannte Alarmmodul. Also allein das Einspeisemodul gibt es auch mit entsprechenden Alarmmodul. Und wenn ich jetzt so einen Block habe und möchte den wesentlich feiner auflösen, wo ich halt sage, ich habe da eine Applikation oder ich habe da eine Last, die ist besonders kritisch. Und wenn die ausgelöst hat, möchte ich ein separates Alarmmodul haben. Dafür braucht man die sogenannten Alarmmodule. Die bieten aus Ausgang einfach mal an ein entsprechendes Alarmsignal und auch einen Indikator dafür, dass der Strom größer ist als 90%. Und das wird hier über entsprechende Relaiskontakte geführt, die man dann nach außen führen kann. Die Typenbezeichnung von diesem Produkt ist halt AMG und dann AM für Alarmmodul. Wie gesagt, Konrad-Artikelnummer dazu werden Sie dann auch nachher in der PDF-Datei hier finden. Dann gibt es die sogenannte ungeerdete Masseverbindung. Das sind die sogenannten Self-Stromverteilungen. Self ist die Abkürzung für Selective Extra Low Voltage. Sehr beliebt unter anderem im Schiffsbau. Und da möchte man halt, weil halt die Masse nicht mit dem PE verbunden ist, halt auch im Falle eines Falles zweipolig abschalten. Das heißt also, der Verbraucher, der hier an diesen beiden Kontakten angeschlossen wird, wird einmal von den 24 Volt getrennt und auch von der Masse getrennt. Und gerade diese mit den zweipoligen Lastüberwachungen, die gibt es auch in zwei verschiedenen Varianten. Da gibt es wieder diese Variante 1 bis 6 Ampere und 4 Ampere bis 10 Ampere. Und das ist diese Artikelbezeichnung, alle mit AMG, dann elektronische Lastüberwachung, 6D und CO für Coated halt. Dieses Modul gibt es halt nur gecoated. Das hier sind halt intern mit einem besonderen Schutzlack versehen. Dann haben wir das sogenannte Steuermodul. Das Steuermodul hat als zusätzlichen Eingang einen sogenannten On-Off-Kanal. Alle Verbraucher, die hier drüber gebrückt werden, würden dann über dieses Modul von der Ferne ein- und ausgeschaltet werden. Und die Bezeichnung von diesem Modul lautet AMGCM für Kontrollmodul. Dann habe ich jetzt beispielhaft die Potentialverteiler. Von den Potentialverteilern gibt es verschiedene. Das, was ich jetzt ausgewählt habe, ist ein Potentialverteiler, was 4 Plus-Ausgänge hat, also konkret, wo die 24 Volt auf 4 Kanäle verteilen. Das Ganze gibt es natürlich auch nochmal als Minus, wo halt entsprechend hier der Kontakt die Masse verteilt werden. Und es gibt auch Kombinationen, wo ich halt 2 Plus- und 2 Minus-Kontakte habe. Okay, hier einmal dargestellt, wie man so einen Block aufbaut. Einmal hier, das ist unser Einspeisemodul. Angeschlossen ist einmal eine Sicherung mit 1 Ampere, mit 2 Ampere und mit 6 Ampere. Hier wird jeweils diese Last halt angeschlossen. Das sind diese Prüfabgriffe. Und an diesem 6 Ampere möchte ich noch zusätzliche Lasten anschließen. Ich habe hier schon den ersten Potentialverteiler angeschlossen, schiebe noch einen zweiten Potentialverteiler dran. Das sind jetzt Potentialverteiler, wo man halt sieht, weiß ist Plus,
und wir haben hier blau für Minus. Und wir setzen diese Querverbinder, einmal Querverbinder für 24 Volt, Querverbinder für die Masse, für die interne Kommunikation. Und jetzt fehlen noch zwei Querverbinder, weil diese zusätzlichen Potentialverteiler, die wir hier haben, möchten wir an diesem Sicherungselement anschließen. Also brauchen wir hier noch einen Querverbinder und wir brauchen noch hier einen Querverbinder für die Masse. Und jetzt kommt noch der Abschluss und das war's. Okay, was können Sie nach dem Training noch von uns bekommen? Einmal gibt es halt eine Broschüre über den MaxGuard-Blog. Hier ist der Download-Link. Können Sie nachher anklicken, kommen Sie direkt auf die Seite. Und das Ganze hier einmal nochmal als QR-Code. Darüber hinaus gibt es ein sehr führliches Handbuch zu der MaxGuard. Hat einen Umfang von über 70 Seiten. Hier finden Sie den entsprechenden Download-Link und hier auch den QR-Code dazu. Kurze Zusammenfassung, was ich kurz vorgestellt habe. Durch die Kombination von Lastüberwachung mit der integrierten Potentialverteiler lassen Sie bis zu 50% Platz auf der Tragschiene einsparen. Durch die vielfältige Kombination von MaxGuard-Modulen werden keine unnötigen Lastkanäle aufgebaut. Sie bauen also praktisch nur die Sicherungselemente ein, die Sie brauchen. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt einen Viererblock haben und von dem Viererblock nur einen haben, sondern das, was Sie brauchen, packen Sie auch drauf. Durch den Verzicht von Lüftungsöffnungen ist sowohl eine vertikale als auch horizontale als auch eine Überkopfmontage ohne Lastreduzierung möglich. Das heißt, wir haben bei diesem MaxGuard-Block keine Lüftungslöcher, wir brauchen keine aktive Kühlung. Deswegen können Sie diesen MaxGuard-Block entweder vertikal auf die Tragschiene packen, horizontal, oder wenn Sie gar keinen Platz mehr im Schaltschrank haben, einfach unter die Decke packen. Darüber hinaus bietet natürlich die MaxGuard-Block alle Vorteile, die Sie von den Clip-on-Connect-Produkten können. Das ist diese besondere Klemme, die wir damals auf der Hannover-Messe vorgeführt haben. Überall haben wir einen Prüfabgriff drin. Und auch natürlich diese Clip-on-Produkte werden natürlich durch den Weidmüller-Konfigurator unterstützt. Das war es soweit von der Präsentation. Jetzt eine Frage- und Antwortrunde. Welche Frage haben Sie? Und dazu schalte ich jetzt auch meine Präsentation ab. So, vielen Dank erstmal, Herr Bittner, für den wirklich gelungenen Vortrag. Ich habe gesehen, es wurden bisher noch keine Fragen gestellt. Ich würde gerne den Teilnehmern noch einen kurzen Moment geben. Genau, sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie die gerne über unser Fragen- und Antworten-Tool eingeben. Und zwar dieses Fragen- und Antworten-Tool finden Sie auf der rechten Seite. Sie erhalten von mir noch zu einem späteren Zeitpunkt eine E-Mail mit dem Link zur Aufzeichnung zum Webinar. Und natürlich auch die Präsentation von Herrn Bittner.